Yes, yes, yo Freunde, Diego White ist wieder am Start. Herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist wieder Zeit für eine hasenwilde Reaktion. Es geht um die Thematik Twizy gegen Roos. Ihr wisst ja, was dort vorgefallen ist. Twizy wurde angeblich von Roos attackiert und so weiter. Laut Kuchen etc. pp. Ist der Hauptbeschuldigte klar. Die beschuldigen Roos. Und KuchenTV hat heute ein Video veröffentlicht mit dem Namen oder mit dem Titel Roos, ekelhafte Lügen in der Twizy-Thematik Kuchentalks 914. Wir schauen uns das gleich an. Ihr könnt es schon sehen hier auf dem Hauptbildschirm KuchenTV und hinter ihm die vom Bordstein bis zur Skyline goldene Platte von Arafat, die er, also feiere ich auf jeden Fall, die er erworben hat bei der oder auf der Auktion vom Finanzamt Potsdam. Für 16.000 hat er die, glaube ich, bekommen, der Kuchen. Also wirklich feiere ich, dass er jetzt im Hintergrund halt die goldene Platte hat. Und wir sehen hier in diesem Video die erschreckenden Backstage-Aufnahmen von Roos, wie der, wie ein Mafia-Pate im Backstage-Bereich wirklich jeden bzw. Twizy voll anschreit. Es kommt wirklich zur Eskalation Backstage. Diese Aufnahmen sind heute aufgetaucht. Wir werden uns das heute anschauen. Viel Spaß mit der Reaction, Freunde. Ich weiß, ich habe in meinem letzten Cake News das hier gesagt. Und hier ganz kurz Real Talk, wenn du mit solchen Karten spielst, dann herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich werde ab jetzt nicht mehr über Roos oder Synergy oder sonst irgendwann berichten. Ich werde die auch nicht mehr fronten oder sonst irgendwas. Ich bin auf jeden Fall komplett gegen Gewalt und ich habe keine Lust, vor allem als Familienvater, auch zum Schutz von meinem Sohn da irgendwie mit reingezogen zu werden. Allerdings versucht sich Roos derzeit super schlecht rauszureden. Das war die Aktion von KuchenTV, also nach der Messerattacke auf Twizy in Köln, bei diesem Top-Tier-Event, hat ja jeder darüber berichtet, auch wir mit Diego White, also mit meinem YouTube-Kanal. KuchenTV, der eine sehr große Reichweite natürlich hat, hat auch über dieses Thema berichtet. Und nach meinem Informationskenntnis, also wir haben es ja gerade auch gesehen, er hatte eigentlich gesagt, dass er sich darüber nicht mehr äußern wird und dass das Thema quasi für ihn gegessen ist. Eigentlich ist es ja klar, dass Roos, also es gibt ja immer zwei Parteien, dass eine Partei seine Sichtweise erzählt und versucht da irgendwie zu dribbeln und die andere Seite versucht auch zu dribbeln. Nur die beiden, die halt wirklich dort, oder nur die Leute, die da vor Ort waren, die wissen halt die pure Wahrheit. Dennoch hat sich KuchenTV jetzt entschlossen, mit seiner großen Reichweite hier, wie ich finde, eventuell vielleicht auch ein bisschen Öl noch mit rein zu kippen und das Ganze vielleicht nochmal eskalieren zu lassen, denn die Seite Twizy, die wird nicht nachlassen. Es gibt ein Gerichtsverfahren bald gegen Roos als womöglich Hauptbeschuldigter in diesem Verfahren oder in dieser Sache. KuchenTV wird es auch später mit sagen. Und ja, jetzt ist quasi wieder Roos am Ball und er muss sich jetzt wieder äußern dazu. Und das kann, wie gesagt, weiterhin eskalieren. Dazu habe ich exklusives Videomaterial, was seine Lügen beweist. Und Twizy geht es momentan halt wirklich sehr schlecht mit dieser Situation. Seitdem verlässt er kaum noch das Haus. Ihm geht es auch körperlich einfach momentan überhaupt nicht gut. Und er weiß auch nicht, dass ich dieses Video hier mache. Aber hier muss ich einfach mal meinen Freund verteidigen. Twizy hat nämlich unter... Ich habe es euch gesagt, Freunde. Es ist nun nicht nur eine physische Attacke gewesen, sondern auch psychisch. Ja, es geht in die Psyche rein. Und wie ihr auch von KuchenTV hören konntet, das hat auf jeden Fall bleibende Schäden, eventuell auch bei Twizy verursacht. Auf jeden Fall alles Gute von mir aus, also von hier aus. Und ihr habt selber gehört, der geht nicht mehr vor die Tür und so weiter. Ne? Ist ja klar, also wenn man mit einem Messer bedroht wird und so weiter, das muss man erstmal verarbeiten. Ja? Ist wirklich eine Katastrophe, was eigentlich passiert ist und in was für einer Szene man sich wirklich hier bewegt. Ja, also da fehlen einem wirklich die Worte. Unter anderem ein Riss im Schulterblatt und musste während Weihnachten auch extra nochmal ins Krankenhaus fahren, weil es ihm, wie gesagt, nicht gut gegangen ist. Aber was ist überhaupt passiert? Mitte Dezember gab es eine Veranstaltung von Top Tier Takeover, wo Cassius Clay einen No-Name-Rapper komplett zerstört hat. Roos war ebenfalls dort und schon im Backstage ist er komplett ausgerastet. Auslöser hierfür soll wohl gewesen sein, dass Twizy irgendwie den Zeigefinger gehoben hat. Roos selber hat das Ganze dann anschließend in einem Stream so hier zusammengefasst. Ich schwöre bei Gott, dass schon jeder, dieser Backstage war voll. Ich habe den so angeschrien, er war so. Und dann hat er auch die ganze... Aber, also ich kann gar nicht Worte wiedergeben. Er hat immer nur so... Wirklich in dem Moment...
Ich frage mich auch bei dieser Sache, wie alt ist Tweezy, wie alt ist Roos? Also hier streiten sich eventuell Personen, die der eine könnte der große Bruder von einem sein oder der Onkel, ja, 10 Jahre älter oder so, keine Ahnung, wie alt Tweezy ist. Es ist ja wirklich wild, also in was für einer Szene und wegen was man sich da auch streitet und was für unnötige Sachen man macht und so weiter. Also ja, es ist unterhaltsam, ist es natürlich, aber für den einen oder anderen ist es einfach nur noch peinlich und es ist einfach nur krass, das mit anzuschauen. Ne? Wirklich, es sah aus, als ob der noch einen Meter kleiner geworden ist. Also, guck mal, wenn ich jemanden so zusammenschreien kann, dass er aufgibt, meinst du, ich hole 7 Leute, die sollen ihn schlagen? Okay, Tweezy soll also kleinlaut gewesen sein und dadurch quasi aufgegeben haben. Naja, wir können uns ja die Stelle einfach mal angucken und dann sehen wir mal, wie kleinlaut Tweezy denn gewesen ist. Jetzt ist krass, jetzt kommt eine geheime Aufnahme, die wohl im Backstage-Bereich aufgenommen worden ist. Wahrscheinlich gibt es da auch noch längere Versionen von und so weiter, was wir gerade sehen. Ich will es gar nicht bewerten, ob sowas gut ist, ob sowas schlecht ist, ob das ins zu Private geht, dass man da heimlich aufgenommen wird mit Videomaterial, mit Tonaufnahme und so weiter. Das zeigt einfach nur wieder mal, dass ich wirklich mit meinem Kopf gut fahre, dass ich einfach in dieser dreckigen Szene mir keine Fake Friends irgendwie aufbauen möchte, dass man immer wirklich aufpassen muss, mit wem man verkehrt, mit wem man verkehren möchte, mit wem man irgendwie Freundschaften bildet, Allianzen bildet und so weiter. Das ist wirklich unfassbar. Aber in diesem Sinne, also hier hilft es quasi Tweezy bei der Aufklärung dieser Sache. Der Roos ist behindert. Ich will ihn nicht schlagen. Hast du das nicht gesagt? Soll ich dich fragen, mach ich rausholen? Mach du Hundesohn, dann schlag mich doch jetzt. Digga, was willst du? Warum du Hundesohn? Auf der einen Seite ist es auch Selbstschutz. Also es ist wahrscheinlich gut für Tweezy, dass das hier Ganze aufgenommen worden ist. Vielleicht hat der Kollege das hier während der Eskalation angemacht, ohne dass es Tweezy wusste oder weiß. Das ist natürlich auch zum Schutz von Tweezy jetzt zu erwähnen. Am Ende hilft es auf jeden Fall Tweezy, weil hier Roos sehr aggressiv dargestellt wird, beziehungsweise, was heißt dargestellt? Wir hören das ja alle, wie der dort ausrastet und wie der halt Tweezy auch beleidigt, ne? Tweezy geht sogar einen Schritt auf ihn zu und hat ganz normal geantwortet. Er hat auch gesagt, ja, mach doch zu der Sprachnachricht. Also er ist der Diskussion ja überhaupt nicht aus dem Weg gegangen. Du hast ihn auch einfach Hundesohn genannt, obwohl du spätestens seit dem Live-Talk von uns beiden weißt, dass seine Mutter gestorben ist. Also auch hier wieder extrem cooler Move von dir. Ich meine, Tweezy ist ein erwachsener Mann. Warum sollte er davor die Angst haben? Das macht gar keinen Sinn. Und ich meine, alleine im Backstage so auszurasten, ist halt schon den Veranstaltern gegenüber, die dich da einfach eingeladen haben, wirklich extrem respektlos. Nur mal so nebenbei. Das Event selber verlief dann komplett ohne Komplikation. Allerdings ist Tweezy dann später mit 2 Kollegen zu seinem Auto. Ja, das ist halt natürlich krass, ne, dass man im Backstage so halt ausrasten muss. Aber es war klar, weil vor einigen Tagen halt oder einige Tage vorher wurde der Diss-Track gegen Roos veröffentlicht und da waren die Gemüter auf jeden Fall am Kochen. Ne? Gegangen. Und draußen hat Roos gewartet mit dem Handy an der Hand, hat auf Tweezy gezeigt und plötzlich sind 7 vermummte Leute auf ihn zugelaufen und haben ihn halt angefangen zu schlagen. Tweezy hatte halt wirklich Glück, denn Panzer und auch später Jigo Flow, der Kameramann von Top Tier Takeover, waren dort am Start und haben direkt eingegriffen und konnten so Schlimmeres verhindern. Denn 7 Leute auf einen, wo einer dann übrigens auch ein Messer hatte, das hätte halt wirklich tödlich enden können. Als das Ganze dann rausgekommen ist, hat Roos sich natürlich direkt in die Opferrolle gestellt und hat versucht... Den Rest kennen wir eigentlich, also der wird das wahrscheinlich jetzt wieder zusammenfassen, Messerattacke, dies und das, das kennen wir schon alles. Ich bin mal gespannt, was es noch für neue Informationen gibt. Also einmal war natürlich sehr spannend jetzt diese Backstage-Aufnahmen, dass das jetzt aufgetaucht ist, das gibt nochmal ein bisschen Klarheit und ja. Versucht das Ganze umzudrehen und zwar hat er in einer Instagram-Story das hier gesagt. Ich bekomme sehr viele Nachrichten, deswegen ganz kurz nur, mir geht's gut, es ist alles gut, es ist nicht viel passiert, Gott sei Dank. Es war auf jeden Fall ein Hinterhalt. Die haben versucht, mich zu ficken. Die haben mich auflaufen lassen. Ich bin da hingegangen. Eigentlich war vorher, gab es ein paar Abmachungen, dass man damit es halt friedlich bleibt. Aber gut,
Kennt man ja, die haben mich ja schon mal damit gelinkt. Mann, da hat Roos ja wirklich Glück, dass er dem Hinterhalt von Twizzy damit entkommen ist, dass zufällig 7 vermummte Leute auf Twizzy draußen gewartet haben, die dann auf ihn draufgegangen sind. Mensch, Zufälle gibt's. Das Dumme ist halt auch, dass Roosy Baby auch dieses Thema komplett ausschlachtet und eigentlich auch ein Schuldeingeständnis gepostet hat. Und zwar hat er im Stream das hier gesagt. Ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen zu viel darüber gefreut, dass die auf die Fresse kriegen, beziehungsweise dass es losgeht. Bereit, ihre Verkäufe zu steigern? Ja, diese Aussagen sind natürlich krass. Moment mal, Freunde. Das ist natürlich krass, dass man, dass er sowas sagt wie, ja, dass er sowas feiert, dass er sowas cool findet, dass er das irgendwie nicht abwarten konnte, dass es losgeht und so weiter, wie wir jetzt gerade gehört haben. Das ist schon, das ist schon heavy. Und dass es wild wird. Und ich habe meine Chance ein bisschen gewittert. Du hast dich also gefreut, dass es losgeht und deine Chance gewittert. Aber ich denke, du solltest in einen Hinterhalt gelockt werden. Also, wie gesagt, worauf hast du dich dann bitte gefreut? Diese Aussage... Ich denke, da wird es nochmal eskalieren. Also, es wird ein Gerichtsverfahren geben, so wie wir das jetzt am Ende des Videos auch hören werden. Ich habe es mal durchgeskippt. Und ich bin gespannt. Also, da wird wahrscheinlich auch vielleicht eventuell die Medien noch mit reingeschaltet werden, weil KuchenTV ja eine große Reichweite hat. Ich bin gespannt, ob sich Montana Black nochmal irgendwie einklingen wird. Das wäre dann natürlich auch nochmal krass. Und ob wir wieder so eine, ja, so wie beim Sinan-Skandal, dass es da wieder so hardcore hin und her geht zwischen den Parteien und so weiter. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich da irgendwie nicht mit vertreten bin, dass ich nur noch von außen gucke und dass da irgendwie Berichte und so weiter. Das zerrt auch an den Nerven. Und es ist einfach hasenwild. Es ist einfach unfassbar, was hier los ist, ja. Macht gar keinen Sinn, Bro. Roos ist dann halt auch, mutig wie er ist, als letzte Person ebenfalls irgendwann auf Twizzy draufgegangen. Und er selber fasst das Ganze im Livestream dann so hier zu. Also laut Zitat KuchenTV ist Roos auch auf Twizzy körperlich losgegangen. Also er hat ihn attackiert, er hat ihn geschlagen, getreten, keine Ahnung, was man sich hier drunter vorstellen muss. Und Twizzy hat sich jetzt wie folgt gewehrt, oder? Zusammen. Ja, guck, mach mal irgendwas anderes. Lass doch, irgendwie, Bruder, lass doch reden. Wir können doch reden. So, er hat versucht, dich quasi kampfunfähig zu machen. Ja. Auch hier sind wieder... Ich will jetzt seinen Namen nicht sagen, Alter. Ey, dieser Typ. Ach, Junge, Junge, Junge. Egal, lassen wir das mal stehen. Aber wie gesagt, es ist deren Sicht. Ja, es ist auch legitim. Die dürfen darüber so reden, dies, das, ne? Wie gesagt, aber es ist einfach nur... Ja, wie gesagt, ich will jetzt seinen Namen nicht wieder sagen. Es ist einfach nur unfassbar, ja. Einige Ungereimtheiten. Warum sollte Twizzy denn deine Arme unten halten, wenn du gar nicht mit draufgehauen hast? Ich meine, das ist doch offensichtlich eine Abwehrreaktion und kein Angriff, sonst hätte er dich in der Situation ja auch hauen können. Außerdem hat er nicht gesagt, lass uns doch reden, sondern laut Twizzys Aussage hat er gesagt, Roos, ich schlage dich nicht, es reicht doch jetzt langsam. Diese Aussage von Twizzy haben auch einige Leute bestätigt. Ebenfalls hat ein Journalist von der FAZ auf Twitter gepostet, dass dieser bei der Polizei nachgefragt hat und dass gar kein Messer im Spiel gewesen sein soll und es auch nur leichte... Also wie gesagt, das sind natürlich Sachen, die nicht bestätigt wurden von der originalen Polizei, dies, das, da sind natürlich klar so, in was für Verbindungen man steht und wer wen folgt und so weiter. Aber wer mit solchen, also ich will jetzt nicht sagen mit solchen Leuten, also ich will jetzt keine Partei so betiteln mit solchen Leuten, aber du kannst dir deine Gegner, also du kannst die Regeln nicht bestimmen, mit denen du irgendwie streiten willst, ne? Also man muss jeden Move irgendwie im Klaren sein, dass der Gegner nicht mit fairen Mitteln spielen wird und dass man jetzt wieder da voll reingeht, weil Roos und so weiter wird das ja jetzt wieder umdrehen. Das hat einfach kein Ende. Das schlauste Move von Kuchen, von Twizzy, von allen wäre einfach abzuschließen. Wir haben ja jetzt auch das neue Jahr und sich gar nicht mit diesem Thema befassen oder mit solchen Typen oder mit Roos, ja, das ist ja der, mit den Streiten, die sich ja, macht doch einfach zu, blockier den, ich habe auch gewisse Leute blockiert, ja, du siehst sie dann nicht mehr in deinem Feed, Instagram, YouTube, dann ist doch irgendwann gut, ja, es geht immer weiter und weiter und wie gesagt, der andere wird wieder lügen, dann wird wieder der lügen, dann wird wieder der mit Fakten kommen, Behauptungen, das ist immer das Gleiche, ne? Am Ende macht jeder seine Klicks.
leichte Verletzungen gegeben hat. Das alleine kann schon mal überhaupt nicht stimmen, denn neben dem blauen Auge, das Twizzy hat, hatte er auch eine leichte Gehirnerschütterung. Und die Polizei würde bei so einem Fall niemals sagen, dass es nur leichte Verletzungen gegeben hat, denn das ist faktisch gesehen einfach gar nicht der Fall. Laut Angaben der Polizei haben diese dazu gar keine Information rausgegeben und es gibt auch keinen Online-Polizeibericht von diesem Fall. Dazu hat Jigo, der Kameramann von Top Tier Takeover, ebenfalls ein Statement zu der Situation mit dem Messer abgegeben und der hat das hier gesagt. Wie gesagt, ich bin rausgegangen. Ja, wie gesagt, das haben wir eigentlich alles schon gehört, ne? Also der fasst das hier nochmal auf, der macht das Thema halt nochmal auf, kippt so Öl noch ins Feuer und die haben schon, glaube ich, was vor. Jetzt wird wahrscheinlich wieder Marvin drauf reagieren und dann wird wahrscheinlich wieder irgendjemand darauf reagieren, der nächstgrößere, und das wird dann seine Wellen machen und dann muss Roos sich wieder äußern, weil das kann man ja irgendwann, oder das kann man ja einfach nicht so stehen lassen, ab einer gewissen Reichweite. Und dann sind wir wieder bei der Content-Spirale halt angekommen, ne? Der Leidtragende ist Twizzy, denn er ist zu Hause, er kann nicht vor die Tür, er hat irgendwie psychische Probleme dadurch bekommen, er war im Krankenhaus und mir tut am Ende eigentlich nur der Junge leid, ja. Ich hoffe, wie gesagt, falls du das Video siehst, dass es dir gut geht, körperlich unselig und ja, toi toi toi. Ja, es ist einfach nur krass, ja, also... Das ist schade. Ich bin dann reingesprungen in diese Traube dort. Die Maskierten haben dann die Flucht ergriffen. Ich bin noch so ein bisschen hinterher, hab die noch beleidigt und dann sind die auch schon abgezogen. Einer hat Messer gezogen. Selbst der Kameramann von Top Tier Takeover hat bestätigt, dass dort ein Messer involviert gewesen ist. Ich weiß, Roos, Twizzy lügt natürlich die ganze Zeit, aber lügt auch der Kameramann von Top Tier Takeover von der Veranstaltung, wo du eingeladen worden bist? Das kannst du uns ja gerne mal erklären. Was bei dem Post von diesem Journalisten aber am Kopf? Wie gesagt, das wird halt schwer zu beweisen. Also es gibt natürlich Zeugenaussagen mit dem Messer. Wir haben dann Panzers Jacke, die mit einem Messer irgendwie zerrissen wurde. Ich weiß nicht, ob er das dann bei der Polizei noch abgeben wird, ob er sich da komplett raushalten will oder nicht. Ansonsten weiß ich nicht, wer mit dem Messer noch attackiert worden ist. Ja, aber wenn viele Personen das gesehen haben, dann wird die Polizei das am Ende auch glauben. Wenn 10 Leute sagen, da war ein Messer im Spiel und so weiter, ne, dann ist das ja klar. Komischsten ist, Roos folgt ihm und er folgt Roos. So, als ob das irgendwie eine abgesprochene Aktion ist, um dem Ganzen irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit man das Ganze dann weniger schlimm hinstellen kann. Kann natürlich auch nur ein komischer Zufall sein, dass da offensichtlich gelogen worden ist. Dazu hat Mock, ein Rapper-Kollege von Roos, auch einfach Twizzy während... Jetzt kommt auch was Ekelhaftes. Also, wie gesagt, am Ende ist es wirklich die Nische der Nische. Hier streiten sich zwei Gruppen. Es interessiert sich nur eine Handvoll für diesen Beef und am Ende hat keiner was davon. Nur Kopfschmerzen und Stress, also es bringt auch überhaupt nichts für beide Parteien. Es ist eher negativ auch und es ist einfach nur Kindergarten. Also wie gesagt, gut, der Diss-Track wurde gemacht, er ist immer noch online, der ist hart, der ist für mich der härteste Diss-Track 2023 gewesen. Und gut, ja, wenn man es drauf ankommen lassen will, dann kann man sich das von außen auf jeden Fall anschauen. Ne? Nur ich bin wirklich, ich bin wirklich für meinen Kopf und für meinen Gemütszustand so, ich bin so froh, dass ich da nicht irgendwie mit involviert bin oder auch da war an dem Tag und so weiter. Es ist einfach nur noch Kindergarten, ja, mit so einem, ist noch Abschaum, ja, was sich da rumtreibt und was die da treiben und so weiter. Wie gesagt, es bringt niemandem was. Ja, beide Seiten guckt nach vorne und gut ist. Während Weihnachten in die. Oder guck mein neues Video, wie ich ein Steak mache. Ja, das habe ich heute hochgeladen. So, das ist positiver Content und mit sowas sollte man sich auf jeden Fall befassen. Bedroht. Und das Lustige hier ist, am Anfang hieß er bei WhatsApp sogar noch Mock, weil er vergessen hat, das Ganze zu ändern. Einen Tag später hieß er dann plötzlich Twizzys Vater, was auch wieder sehr ehrenhaft ist, denn die Leute wissen, dass Twizzys Vater gestorben ist. Also hier auch mal wieder Respekt an euch. Mock hat nämlich eine der Büroadressen von Twizzy herausgefunden und hat ihm... Wie gesagt, also mit Adressen und so weiter, Leaks und so weiter, es ist einfach nur... traurig, es ist einfach nur unfassbar und ihr müsst euch das wirklich so vorstellen, das sind erwachsene Männer, also wir reden wirklich hier von Ü40 Menschen, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie alt Twizzy ist, wie alt Kuchen TV ist, der Rest ist auf jeden Fall Ü40, also die Gegenseite,
sagen wir mal, Twizy und so weiter, Ü35 oder knapp, fast Ü35, so 32, 33, ich weiß nicht, welches Baujahr die sind und so weiter. Erstmal streiten die sich mit, also eine Seite streitet sich mit sehr viel Jüngeren, die eine Seite streitet sich mit sehr viel Älteren. Das ist schon mal eigentlich peinlich von außen betrachtet, Kindergarten. Und auf der anderen Seite Bruder, Adressen und so weiter. Ey, wo sind wir denn hier gelandet? Wofür dann am Ende dann auch, ne? Du wirst abgestochen für Alter, das kannst du dir einfach nicht mehr vorstellen. Wie gesagt, ich bin froh. Man muss auch irgendwann ja von diesem Strudel irgendwie entkommen und dann einfach einen Fakt drauf geben. Ja? Es ist einfach, ihr seht auch, wie lustlos ich auch schon drauf reagiere. Es ist einfach nur noch peinlicher. Halt die Adresse geschickt. Die Nachricht hat er natürlich schnell wieder gelöscht, aber durch den Verlauf, den ihr hier sehen könnt, kann man sich ja halt schon denken, dass Mock die Adresse wirklich gepostet hatte. Anschließend hatte Mock noch geschrieben, dass er sich darüber freuen würde, wenn man diese Sache einfach aus der Welt schaffen könnte. Und das ist ziemlich komisch, denn wenn Mock nicht von Ruth vorgeschickt worden ist, welche Sache meint er dann eigentlich? Denn weder ich noch Twizy haben irgendwas mit Mock zu tun. Das heißt, es kann nur um die Ruth-Sache gehen. Das heißt, Ruth wird auch hier involviert sein wahrscheinlich. Also wie gesagt, ne, ich meine, mit diesem Video, es ist eigentlich Öl ins Feuer kippen. Es ist wieder ein Schritt in diese Richtung zu diesen Jungs, zu diesem Camp. Ey, guck mal, wir haben jetzt wieder ein Video. Es ist auch eine Art Provokation auch für die. Ja, die müssen jetzt wieder antworten. Jetzt wird der ja, Roos wieder ein Video machen, eventuell Jesus, Mock und so weiter. Und es wird dann am Ende wieder was passieren, was für die Jungs hier, für die Jüngeren, für Kuchen, Twizy und so weiter nicht fair ist, weil die versuchen mit fairen Mitteln oder halt mit in deren Welt halt mit Internetsachen und nicht mit so Adressen dies und das. Aber dann legt euch auch nicht mit denen an, dann scheißt doch drauf. Dann macht, also wie gesagt, ich bin aber auch nicht in der Position, das zu beurteilen, weil es ist schon viel passiert und die wollen es halt wieder drauf ankommen lassen. Ne? Aber wie gesagt, mir ist das egal. Klingt so, als hätte da jemand ein bisschen Angst, Ruth. Denn bei einem Angriff mit 7 Leuten, wo ein Messer involviert ist, da kommt man normalerweise nicht um eine Gefängnisstrafe drumrum. Und du bist kein Zeuge, du bist Beschuldigter, eventuell sogar Hauptbeschuldigter. Aber die Post solltest du ja bald bekommen, keine Sorge. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Ruth geht es gut. Er sollte zwar in einen Hinterhalt gelockt werden, aber hat natürlich seine Chance gewittert und sich darauf gefreut, dass es endlich losgeht. Und es ist natürlich auch kein Messer im Spiel gewesen, obwohl alle Zeugen unabhängig voneinander das Ganze bestätigen können. Alleine das Backstage-Video zeigt halt schon, dass du hier einfach rumlügst, denn Twizy hat ganz normal mit dir gesprochen, während du komplett ausgerastet bist. Und wenn es dir so wichtig ist, dass du dich mit Twizy gerne schlagen würdest, warum forderst du ihn dann nicht einfach zu einem fairen Boxkampf heraus, dann klärt ihr das von mir. Das gibt es halt nicht, Kuchen. Das gibt es halt nicht. Das gibt es halt nicht. Es gibt keinen Boxkampf. Ihr kennt die Regeln. Ihr wisst mit welchen Mitteln die Gegner spielen und was die machen, etc. Ihr seid ja auch nicht die Ersten, die mit irgendwas betroffen sind, mit Adresse und was weiß ich was. Dann müsst ihr irgendwann den Schlussstrich ziehen und dann wirklich sagen, ey, hier werden gewisse Leute blockiert, geshadowbanned, die finden bei uns nicht statt und gut ist. Lebt euer Leben weiter, beschäftigt euch mit anderen Sachen. Aber das Verfahren läuft ja. Also es wird wahrscheinlich weiterlaufen. Wie gesagt, ich bin jetzt bei keiner Partei irgendwie mit drin, aber ich finde es auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verwerflich, dass man dann hier auch noch weitermacht und Öl ins Feuer hier kippt. Weil, wie gesagt, am Ende ist der leidtragende Twizy, denn er hat diesen Diss-Track, diesen sehr harten Diss-Track rausgeballert. Sein Part ist der krasseste und am Ende wird es wieder den Jungen treffen. Ne, und das ist halt meine Sorge halt. Ne. Mir aus dem Ring, wenn das für euch beide in Ordnung ist, anstatt solche hinterhältigen Aktionen durchzuziehen. Ich meine, dann siehst du ja auch mal, wie klein Lord Twizy ist. Anstatt dich die ganze Zeit so schlecht rauszureden, sag doch einfach gar nichts dazu, wir warten einfach den Prozess ab und dann haben wir alle Klarheit. Wie gesagt, sprechen momentan alle Zeugenaussagen gegen dich. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust, noch ein Video über dich zu machen, aber diese Lügen und diese Verdrehung geht einfach gar nicht. Ich bin halt immer noch Familienvater und habe keine... Die Sache wird halt interessant sein, ob diejenigen, die er hier auch nennt, ja, die vermeintlichen Freunde, ja, ich bin mal jetzt gespannt, wer am Ende wirklich auf Freunde machen wird und vor Gericht auch aussagen wird, ja,
Weil da würde mir das Kotzen kommen, ja, wenn da auf einmal diese ganzen YouTube-Gangster, die da irgendwie Reaction gemacht haben, die da irgendwie gesagt haben, ja, da hat ein Messer gezogen, der hat das gemacht und ich war vor Ort und habe das gesehen, Zeuge hier, der hat geschrien, der hat mich geschubst, dies, das. Dann will ich mal sehen, ob die auch vor Gericht mit ihrem bürgerlichen Namen privat in der Akte auch aussagen werden, weil wenn nicht, ist das hier ein ganz großes Kasperle-Theater und dann müsste sich Twizy wirklich mal Gedanken machen, wer ist denn hier wirklich mein Freund und wer will hier nur irgendwie irgendwie Klicks machen oder Internet-Rambo spielen, aber vor Gericht dann irgendwie nicht aussagen oder bei der Polizei nicht aussagen und so weiter. Lust, in so ein unsportliches Verhalten mit reingezogen zu werden. Was sagt ihr dazu? Schreibt. Ja, das war's, Freunde, das war das Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das war meine Reaction hier auf das Thema. Wie gesagt, entschuldigt vielleicht meine Tonlage. Ich bin ein bisschen genervt auch von diesem Thema, aber wir werden natürlich weiterhin berichten. Ansonsten checkt mein aktuellstes Video, da berate ich ein 6-Minuten-Steak für euch, Medium Raw. Ansonsten lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das war Diego White. Bang, bang, Freunde. Ciao, ciao.